Ich nenne diese Sektion die Wiedergeburt der Göttin oder alternativ Lösungen, um die Geschlechterspaltung zu heilen. It's not only called the rebirth of the goddess, but these are the solutions for healing the gender divide. Wenn man mit Leuten über so etwas spricht, sollte man vorher wissen, dass viele Leute diese Manipulations- und Gedankenkontrolltaktiken ihr ganzes Leben lang schon akzeptiert haben. Sich zu verändern ist sehr schwer. Wir haben es hier mit einer Religion zu tun. Wer das noch nicht begriffen haben sollte, dem kann ich nicht weiterhelfen. Diese Glaubenssätze sind religiöse Glaubenssätze. Es sind religiöse Glaubenssätze in den Köpfen der Leute. Religiöse Überzeugungen werden konstant in die Köpfe der Leute gestopft und man darf diese nicht in Frage stellen. Okay? Ähnlich wie der Glauben an Autorität, Geld und kulturelle Religion. Es ist Ketzerei, diese religiösen Glaubenssätze in Frage zu stellen. Hier seht ihr einen Politiker, die Leute fragen, wer will Veränderung? Und alle heben die Hand und wollen etwas von der Veränderung haben. Und unten fragt er, wer will sich verändern? Und niemand meldet sich. Hände und Köpfe gesenkt. Nach dem Motto, ich nicht, ich bin gut, wie ich bin. Ich habe kein Problem. Ich muss nichts machen oder mich selber verändern. Dann mache ich nicht mit. Es gibt zwei wichtige Wahlmöglichkeiten im Leben. Den Zustand, wie er ist, zu akzeptieren, oder die Verantwortung zu akzeptieren, den Zustand zu ändern. Und das muss sich jeder selbst fragen, meine Damen und Herren. Auf welcher Seite davon bist du? Entweder bist du jemand, der den Wandel fördert, oder du hast den Status quo akzeptiert. Warum ist Veränderung schwierig? Ich werde hier Dr. Joe Dispenza zitieren, einen der Wissenschaftler, den ich in der Epigenetik-Sektion erwähnte und empfahl, sich mit den Forschungen zu beschäftigen. Warum ist Veränderung schwierig? Die meisten Leute verbringen einen Großteil des Tages damit, unbewusst an Erinnerungen zu denken und zu fühlen. Sie tun dies, weil sie an diese Erfahrungen wiederholt denken und sie mit vielen anderen Erfahrungen fest verdrahtet haben. Was war nochmal Epigenetik? Epigenetik war die Veränderung von Physiologie und Genetik durch Bewusstseinsveränderung. Wenn man also ständig nur in einer bestimmten Art denkt, dann stehen die Chancen gut, dass man weiterhin so denken wird. Weil dies die Komfortzone ist. Und durch ständige Wiederholung verstärkt man chemisch diese neuralen Stränge physisch. Es macht Sinn, dass wenn die meisten Leute die gleiche Umgebung über lange Zeitperioden halten, also Zeitperioden, wo nichts Neues passiert oder es keinen Wandel gibt, der wiederholte Impuls deswegen die Reaktivierung des assoziierten neuralen Netzes bewirkt, die wiederum sich dann stärker entwickeln und ausgeprägt werden. Eine der Konsequenzen von mangelnder Veränderung in der Umgebung der Erfahrung ist das feste Verankern in ihrer eigenen Welt. Es ist kein Wunder, dass Wandel schwer ist. Meine Damen und Herren, ihr solltet euch mit der Arbeit von Dr. Joe Dispenza beschäftigen. Es ist wirklich ausgezeichnet.